Sport, Freunde. Hier auf den 71. Breitengrad vor Jeswehr am Nordkap ist gerade was passiert. Ich werde euch die Protagonisten mal vorstellen hier. Ja, guten Tag. Das ist der Jens. Ja. Der Jens hat die ganze Zeit die Videokamera bedient und anfeuernde Rufe von sich gegeben. Ich glaube, ich war viel nervöser als ihr beide zusammen. Ich war am nervösesten. Ich war nicht nervös, ich war einfach nur kaputt. Da ist der Thomas. Thomas. Ja, wie gesagt, ich war nicht kaputt. Ich war nicht nervös, ich war eigentlich nur kaputt. Was ist gerade passiert? Ich habe Räuber-Jig, ganz normal, wenn ich die Wassersäule hoch. Ich hatte gerade eine Ruhephase eingelegt, ungefähr so 10 Meter über Grund. Und dann hatte ich im ersten leichten Zug in der Route. Und dann hat sich die Route im Halbkreis gebogen und hat unheimlich Schnur genommen. Und dann hatte ich einen unheimlich starken Widerstand, der auf dem Grund stand. Hätte er nicht 10 Meter über Grund gebissen, hätte man auch den können. Zuerst mal hätte wirklich Boden gehakt. Halbe Stunde hat es gedauert. Ich muss sagen, das ging für das Material auch ganz schön an die Leistungsgrenze. Also ich hatte die Bremse, ja, wer rechnet mit sowas, nicht ganz so hart eingestellt, wie man das für so einen Titan vielleicht machen sollte. Ich musste dann mit der Hand ein bisschen nachbremsen. Die 50 Lip Prion Inline kann man ja nachher im Video auch ganz gut sehen, im Halbkreis gebogen. Und es war schon verflucht anstrengend. Durch die Anfeuerungsrufe hier von meinen Teammitgliedern war ich überhaupt in der Lage, glaube ich, das so lange durchzustehen. Weil man hat irgendwann das Gefühl, es passiert gar nichts mehr. Ja? Also du bummst hoch und wir hatten ja dann auch noch die Rollenbremse an, also den Knacker von der Rolle. Und du hörst halt die ganze Zeit, wie die Schnur wieder runtergeht, die du gerade ziehst. Und das ist schon. Das ist echt. Das kann einen ganz schön schaffen, wenn ich ehrlich bin. Na Thomas, hast du einen dran, wa? Womit hast du denn geangelt? Hast du mit einem Gummifisch geangelt? Ja. Hm. 50 Pfund Rute? Ja. Oh, nicht schlecht. Oh, es dauert noch, du. Das dauert ja, das Ding ja auch. Oh, ein bisschen wird es noch dauern, ne? Junge. Weg, ne? Ja klar, man macht nichts, ja, genug Schnur drauf, dann fahren wir hinterher. Ist ja kein Problem. Halibut. Was war das für ein Anbiss, Thomas? Volle Elle? Ja, der ging mit einmal gegen die Affe die Feuerwehr. Ja, siehst du. Thomas, mit der Drift geht alles klar. Hast noch ungefähr Zeit, bis wir am Nordkap vorbei sind. Ja, gut. Das ist echt eine super wichtige Meldung. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Löst sich irgendwie nicht so weg, ne?
Ja, doch ein bisschen nimmt er, aber. Das ist ein dickes Ding. Bisschen mehr aufkurbeln jetzt. Weiter runter die Route. So, genau. Langsam, ja, er kommt langsam. Immer langsam und gleichmäßig. Weiter runter. Halt ihn ein bisschen fest, Robert. Er kommt. Meter für Meter. Immer weiter. Letzte 5 Minuten hast du ihn ein paar Meter abgenommen, Thomas. Ja. 10 Meter hast du ihn bestimmt abgenommen. Ja, 18 Meter noch. Ja, machen wir nicht so wilde Geräusche. Oh, wo ist mein Zähne zusammen? Komm, hol ihn. Das ist eine Riesenplatte. 18 Meter noch. Nicht nachlassen. Du hast ihn bei 50 eingehakt. Also hast du ihn schon 30 abgenommen. Thomas. Komm her. Genau. Jetzt, hier ist dein Haken. Ne? Hast du gehört? Hier ist dein Haken. Musst du gleich mit einsteigen. Pass auf, sei vorsichtig. Die Angel zum Wasser weiter, wenn du pumpst. Kommt da langsam hoch. Steckst du. Ja, er kommt da hoch. Nimm ihn, lass ihn hart dran. Immer hart dran nehmen. Nicht locker lassen. Da hast du schon wieder 2 Meter. Immer schön auf Spannung halten. 15. Komm, weiter, weiter, weiter. Weiter, Thomas. Komm gleich. Was hier gut ein bisschen weiter vorne packen, hast du besser den Hebel. Ja. Mit Gefühl. Mal langsam ein Stück weiter. Ja. Oh! Aufpassen jetzt, Männer! Haltet euch fest! Vorsichtig, vorsichtig! Zum Boot her, zum Boot her! Ich hänge ja fest hier. Ja. Ich löse. Oh, ist das eine Platte! Vorsichtig, aufpassen! Kommst du, ich gehe da hinten, Robert. Du musst ihn sehen, Thomas. Du musst ihn sehen. Der ist jetzt hier am Boot, unten runter. Geh auf die andere Seite, Thomas! Los, den Haken, den Haken! Den Haken! Den zweiten Haken! Hast ihn! Also rein, jetzt hab ich ihn! Pass auf, dass wir nicht kentern! Den Haken festhalten! Halt ihn erstmal fest! Halt ihn fest! Warte, warte, warte! Deine Route machen wir jetzt kaputt, ne? Komm jetzt, weiter nach hinten, ihr müsst nach hinten gehen. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter. Ja! 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 Ey! Ja! Alter, wie geil, ey!
Wahnsinn! Wahnsinn! Wow! Wahnsinn! Alter Schwede! Alter Schwede! Absoluter Wahnsinn! Wow, was für ein Fisch! Mit dem Räuberjig! Thomas! Wow! Halt du ihn fest hier? Halt du ihn hier fest? Knie dich rauf, ich bin den Schwanz fest. Wenn der nochmal anfängt zu springen oder so. Ja. Knot ihn an. Hack das Vorfach aus, Thomas. Boah! Ich schaff's nicht jetzt. Mach mal ein Gesicht. Ich schaff's auch Alter, ist das ein fettes Ding, Thomas? Jens, ich schaff's nicht mehr, Jens. Ich bin festgehalten. Boah, hat Rabatz gemacht, ne? Ich bin festgehalten. Danke, ey. Boah. Häng mal mit den Zehen an der Kante. Ja. So, Kanone, Alter. So. Satan. Der ist größer, oder? Das ein Fisch. So ist gut. Gut. Seht ihr jetzt, wie groß der ist? Jetzt sehe ich, dass wie groß der ist. Jetzt siehst du das, ne?